Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Minion Masters. In der heutigen Folge werden wir uns mal mit dem Thema Gilden und Mannschaftskämpfen beschäftigen. Und zwar zu den Gilden, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Es gibt offene Gilden und geschlossene. Ich in dem Fall hier bin bei der Gilde German Minions. Mit, ja, ein sehr kreativer Gildenname. Die ist offen, hat aktuell 47 von 50 Mitgliedern, das heißt, aktuell wäre sogar Platz für jemanden von euch. Und wie der Name schon sagt, offene Gilden, da kann jeder eintreten, ohne Probleme. Bei geschlossenen Gilden muss man sich bewerben und diese Bewerbung muss halt angenommen werden. Das ist halt so das Klassische, wie man es aus anderen Spielen kennt. Gut, ich bin übrigens auch ein Officer tatsächlich. Das ist hier einfach nur ein normales Mitglied. Und der Gute in die Ober hat das Ganze mal gegründet. Genau. Dann gibt es natürlich Gildeneroberung. Da gibt es hier tolle Stufen. Und sobald die Gilde eine Stufe erreicht, kann sich jedes Mitglied der Gilde die Belohnung hier abholen. Das ist bis 25, beziehungsweise wenn man die Stufe 25 erreicht hat, geht danach noch weiter, aber das sieht man halt noch nicht. Natürlich auch Bestenlisten. Ich will bei den Gilden. Besten 51 Gilden, während wir, habt ihr gerade gesehen, Stufe 20 gerade sind, ist die beste Gilde gerade auf Stufe 65. Und am Ende der Gilden-Saison gibt es halt immer noch besondere Preise für die Top-Platzierten, zum Beispiel 5 legendäre Karten und so weiter und so fort. Wir sind auf Platz 240, also eigentlich ganz ordentlich dafür, dass wir eine normale offene Gilde sind, die jetzt nichts so mega Spezielles hat, kann sich das echt sehen lassen. Ah ja, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen internationalen Gilden oder regionalen Gilden, die halt auf ein Land beschränkt sind. So, jetzt diese Gildeneroberung. Wie kriegen wir denn Punkte? Durch Eroberung. Dafür hat man immer 2 Tage Zeit, dann beginnt ein neuer Zyklus. Neuer Zyklus heißt, dass man wieder, dass jedes Mitglied theoretisch wieder Punkte sammeln kann, beziehungsweise Ruhm, und dass neue Eroberungskarten, pro Zyklusseite gültig sind. Und für jede Eroberungskarte, die man in sein Deck hat, die man, das man benutzt, während man hier in der Eroberung teilnimmt, kriegt man 400 Gildenruhm. Zusätzlich erhält man noch Gildenruhm von den allgemeinen Ruhm, das das Deck hat, plus nochmal der Rang, den man gerade hat. Und man muss das Spiel natürlich gewinnen, um Ruhm zu bekommen. So eine Eroberung geht maximal bis zu 6 Siegen. Dann ist man für den Zyklus fertig. Oder aber, sollte man nicht 6 Siege hinkriegen, kann man auch vorher verlieren. Klar. Und zwar, wenn man 3 Niederlagen hat, dann ist man auch raus. Je nachdem, was zuerst halt eintrifft. Und dann wird das halt gesammelt. Und zu Gildenbeitrag, und der wird dann hier aufgehauen. Beziehungsweise von den Top 20 Beitragenden der Gilde für jeweiligen Zyklus. Wird das dann aufgetragen. Hier sieht man, was die Zyklus gebracht haben und halt insgesamt. Das insgesamt wurde auch zurückgesetzt, als das Spiel aus dem Early Access in das, ja, in die Vollversion ging. Sonst hätte ich auch schon weitaus mehr als die 249.000. Genau. Und ich persönlich spiele immer, jetzt mal die Eroberung beginnen, tatsächlich Mannschaftskampf. Man kann die Eroberung aber auch im normalen Einzelkampf machen. Warum spiele ich im Mannschaftskampf? Ganz einfach deswegen, weil die Eroberungskarten, die man meistens hat, zusammen meistens nicht so ein kleines Deck ergeben. Selbst wenn man nur ein paar von denen nimmt, ist das immer so, naja, das ist ein bisschen schwierig spielbar. Und bei den Mannschaftskämpfen, bei denen 2 vs 2, da lässt sich das besser ausgleichen. Ja, das lässt sich einfach besser spielen, wie ich finde. Und deswegen spiele ich meistens den Eroberungen halt auch wirklich Mannschaftskampf. Gut, dann zum Mal mein Gildeneroberungs-Deck-Slot und ja, wir werden uns jetzt hier mal ein Deck zusammenbasteln. Tatsächlich sind diesmal ziemlich gute Karten eigentlich dabei. Drachennest, wollen wir Drachennest? Ich weiß es nicht. Schicksalsrad vielleicht, Kopfgeldschütze. Warum eigentlich nicht Kopfgeldschütze? Ist okay. Haben wir mal schon 4 Karten drin, das sollte in meinen Augen reichen. Also irgendwas Nettes. Deutschring wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Ich
denke mit dem Deck. Kann halt viel spielen, 3,8 Mana im Durchschnitt ist in Ordnung. Relativ gut spielbar. Gut, dann würde ich sagen, ab in den Mannschaftskampf. Und ich würde sagen, wir machen in diesem Part, ja, 2 bis 3 Matches. Je nachdem, wie lange die dauern, weil Mannschaftskampf kann natürlich durchaus etwas länger dauern. Als halt der Einzelkampf, weil zwei Spieler sich ja besser wehren können, als wenn man allein ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal erstmal ein Match gefunden und los geht's. Wir sind auch auf Silber aktuell. Das heißt, das sollte man auch nicht so viel erwarten. Apropos, warum bin ich eigentlich nur Silber? Weil auch mein Rang nicht mehr so hoch. Weil wir einen Monatswechsel hatten. Und dann ist die Saison quasi zu Ende. Wie gesagt, die Saison hat ihren eigenen Rahmen. Plus der Kampfpass hat auch seinen eigenen Saisonverlauf, also erst nicht monatlich. Gut, und wir starten auf jeden Fall relativ solide, würde ich sagen. Und da kommt der Feuerball auf uns, das ist uns schön. Was mache ich? Ich haue Plasma da raus. Und einen Attentäter, würde ich sagen. Da oben liegen wir lang. Wir haben einen leichten Mana-Vorteil, haben Schaden gemacht, ja. Läuft insgesamt sehr gut. Schieben wir den Inkubus raus. Der ist sehr gut für den Fernkampf, keinen Schaden allein. Fällt gerade den Namen nicht ein. Die ganzen Kartennamen habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich im Kopf, weil man spielt sie meistens einfach aus und ach, was weiß ich, jetzt die ganzen Namen jetzt werden unnötig so durchregen. Hauen wir mal raus, um hier mal anständig Platz zu schaffen. Weil ich auch den Auftrag damit erfüllt, nämlich hier 20 Zauberkarten auszuspielen. Ganz nett. Oh, er hat die Brüder des Lichts rausgehauen da oben, das ist nicht schlecht. Da oben mein Kopfgeldschützen raus. Jetzt gewinnt er sich auch mal den ersten Schaden. Ja, damit können wir leben. Dann würde ich sagen, haben wir mal einen Hackeball raus. So, sieht jetzt sehr gut aus. So, Plasma-Soldaten raushauen. Ja, auch noch einen Hackeball raus. Ja, das dürfte der Sieg sein. Wir schreiben mal GG. Und aber sicherheitshalber nochmal einen Attentäter raus. Ja, tatsächlich scheint dies abwehren zu können. Natürlich noch eine Frage der Zeit und unser Täter haben sie abgehalten. Natürlich unglücklich. Ah, sehr gut. Volkan zündet die Brücken an. Die Gegner haben noch genau 5 zu leben und sterben jetzt. Ja, nochmal GG und da haben wir unseren ersten Sieg. Sehr gut. So, und wir bringen 6231 Ruhm. Sehr gut, das können wir jetzt auch hier sehen. Unser aktueller Beitrag. Wunderbar. Und da geht's auch direkt ins nächste Match. So, wir fangen mal wieder mit Plasma-Soldaten an, würde ich sagen. Um sich einfach die Brücken zu sichern. Hier haben wir aus dem Schattenwelpen raus. Ja, unser Verbündeter hat Bara dabei, sehr gut. Sonst hätten wir Stack relativ ausreichend zu sein. Damit lässt sich arbeiten, würde ich sagen. Hier haben wir einen Dolchring raus. War nicht ganz perfekt. Haben wir ihn hier mal raus. Ja, da oben ist er wieder durchgebrochen. Das ist nicht so optimal. Kopfgeldschützen raushauen.
der vor allem auch mit jedem Abschluss Erfahrung bringt. Okay, das war also unoptimal platziert tatsächlich. Oh, ich hab hier einen Attentäter. Jawohl. Ich würde sagen, wir haben wieder einen sehr guten Start hingelegt. Ja, was hier noch raus? Plasma-Soldaten. Ah, sehr, sehr gut. Ja, der Oma da. Was heißt denn überhaupt, wo wir jetzt so reden, die Abo-Schützen rauskommen? Ja, und nehmen wir einen Hackeball raus. Und Plasma-Soldaten. Raus. Dann sieht das Ganze schon wieder sehr, sehr gut aus. Also mit euch gleich rausholen nochmal, jawohl. Und dann träumen wir mal GG, würde ich sagen. Ja, das war noch nicht ganz der Sieg, aber fast. So, wir holen mal Attentäter raus. Dann sieht das Ganze schon sehr gut aus. Okay, der Täter wurde auch gerade unglücklich. Ich hoffe, wir jetzt noch raushauen. Lass mal Soldaten. Gut, da oben brechen wir massiv durch. Ah, da kommt der Feuerball, der war ziemlich gut. Okay, der Gegner wehrt sich aktuell noch. Das verzögert sein in dieser Lage eigentlich aber nur. Den gewinnen wird er definitiv nicht mehr. Machen wir einen Hackeball raus. Genau, Plasma-Soldaten. Ja, und das war's. Zweiter Sieg. Sehr gut. Das läuft ja wie am Schnürchen hier wieder. Und weitere 6.231 Ruhm. Naja, ich könnte den neuen Kreuz mit Belohnung abholen für die 20 Zauberkarten. Und dann suchen wir noch ein drittes Match für heute. Und dann werden wir das hoffentlich auch wieder siegreich gestalten. Und dann wird es also wieder gewesen sein für diesen Part. Dann habt ihr mal ein bisschen Mannschaftskampf gesehen. Und die ganze Gilden. Sache, wie es hier so läuft. Und ja, vielleicht landet ihr ja auch noch in meiner Gilde. Wie gesagt, aktuell sind ein paar Plätze frei. Das war in den letzten Wochen nicht so, da war eigentlich immer alles belegt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Die Gilde ist immer am stärksten, wenn alle Mitglieder Positionen besetzt sind. Also will ich dann eine 50 von 50 sehen und keine 47 von 50. Okay. Ah, wir hauen hier rum. Inkubus raus. Ich sehe auf jeden Fall schon, dass das Deck unseres Verbündeten ziemlich hohe Mana-Kosten hat. Das heißt, er wird relativ langsam spielen, während wir so lange den Gegner also beschäftigen müssen. Ich will den Kopfgeld schützen. Da haben, so wie ich das sehe, schon zumindest wieder einen sehr soliden Start hingelegt. Und wir hauen hier oben mal einen Hackeball raus. Da oben ist hier Long.
auf die Statue, das ist in Ordnung. Wir werden immer einen Attentäter daher hauen. Machen wir jetzt auch. Also wir haben Durchregen auch nicht schlecht. Ja, Durchregen vielleicht zu spät, ja. Ja, die hauptsächlich jetzt leere, aber jetzt nicht so optimal. Also oben mal im Start ist eh nicht rausgehaut, der schon 4 Starte, sehr gut. Und nochmal Plasma-Soldaten und das Vieh kommt nicht an bei uns, sehr gut. Das lief ziemlich optimal. Jetzt wollte der CDP noch die 10 ab, jawohl. Jetzt hält er nichts mehr auf, jetzt ist seine Angriffsgeschwindigkeit verzehnfacht. Haben wir gut Schaden gemacht. Machen wir mal einen Schattenwelpen raus. Jetzt so ein Geist und die Kontrolle zu übernehmen, interessant. Schafft er sogar. Auch nicht schlecht. So, das Match läuft auf jeden Fall wieder sehr gut in unsere Richtung. Die Gegner haben eigentlich wieder so viel keine Chance. Und wir schicken hier unten mal wieder einen Hackeball lang. Also mal einen Kopfgeld schützen. Das war hier oben ein ziemlich krasser GG Blitz. Heißt, glaube ich, die Karte. Aber ist jetzt auch relativ egal. Unser Sieg steht kurz bevor. Geht nochmal ein Attentäter lang. Dürfte es jetzt eigentlich gewesen sein. Wenn sich der Gegner etwas wehrt, aber brauche eigentlich nichts mehr machen. Wir gewinnen. Unser Teamkamerad macht zwar für noch ein bisschen was. Wobei, wenn man durchbringen, raushauen. Und da haben wir den dritten Sieg. So wünscht man sich das doch. Und damit würde ich sagen, war es das auch wieder für die heutige Folge. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, Leute.